Moin zusammen und weiter geht's mit Wasteland 3. Ja, in der letzten Folge sind wir hier irgendwie planlos rumgefahren. Neues Scharfschützengewehr gekauft, verbessert. Hier ist Strahlung, da ist Strahlung, da ist Strahlung. Hier ist Strahlung. Ich glaube, da habe ich es noch nicht versucht. Ja, überall alles verstrahlt. Und dafür brauche ich ein besseres Chassis und ich habe noch keinen Plan, wie ich das kriegen soll. Schauen wir erstmal ins Clown-Museum. Als eine kleine Clown-Attraktion am Straßenrand. Nach der Apokalypse wurde sie für die boshaften Pyasos zu ihrer heiligsten Stätte. Schauen wir mal rein, na. Clown-Museum. Mayasato-Miskerl. Okay, speichern wir da einmal. Oh yeah, Mamones, the fuck you doing here? Wir wollen uns das Clown-Museum anziehen. Wir wollen einem klugscheißenden Clown in den Arsch treten. Meldest du dich freiwillig? This ain't just a museum, Bendejo. It's sacred ground. A shrine to the great joke. And you're gonna get it! Arriba, payasos! Ach, shit. 316. Vordertor Ballerinas. Aber schön, dass er da oben runterkommt, ne? An seiner Stelle wäre ich ja hier oben hintergeblieben. Verängstigt. Tausendzweihundert irgendwas. Einfach platt gefahren. 2 RP. Schade, ich komme da nicht rüber. Verursacht verlangsamt, im Kampf nutzbar. Reichweite 26 Meter. Prozent, 40, Sicht versperrt, 77%, 48, 72, 6%, ne? Super, alle plus 2. Jetzt hat er zwar keine mehr, aber macht nichts. Braucht 3 Punkte die Fertigkeit. Dann in Deckung gehen. Sieben braucht das Ding. Oh, das ist schlecht. Gehen wir in die Deckung. 87%. 50. Sieht er nicht. 45. Weg da. Oh, der ist geil. Was? Big Shots. Yep, und direkt wieder 3 Punkte.
Gotchmo. 8 bis da. 7 bis da. Schredderschuss. Kommt nicht ran. Okay, Hinterhalt. Mehr haben die nicht gemacht. Sehr geil. Auch schon wieder. Die Clown-Suppe ist so geil. Auch kaputt. Okay, Attribute. Hier, Achtsamkeit, Wahrnehmung. Ein bisschen mehr Stärke wäre, glaube ich, nicht schlecht für sie, dass sie ein bisschen mehr Konstitution bekommt. Waffenmodifizierung überleben. Waffenmod auf 7. 2 und 2, ne? Dann machen wir das erstmal 2 Punkte drauf. Ballerina. Spiel gespeichert. Ballerinas. Stopp, stopp, stopp. War möglich, dass eine Leiche im Schnee. Ballerina Kreissegel. Missionskritisch. Okay, sehr cool. Glück. Immun. Pack mal den Flammenwerfer aus. Und noch mal. Quatsch, wir kommen mal ein bisschen zurück. Jetzt den Hände nicht ruhig halten. Verdammte Alkoholiker. So, Eisblock weggeschmolzen. Sehr geil. Stolz, Würde. Eine Sammlung alter benutzter Hundemarken. Jede sind Würde eingeritzt. Ein bisschen Schrott. Ausgeblichenes Poster, wohl größtenteils abgescheuert. Kleben noch einige Flecken aus dicker Clownschminke auf dem Gesicht auf dem Poster. So, und dock mal ran an die Ballerina. Die Animatrons-Ballerina ist ausgeschaltet. Im Fuß befindet sich ein bunter Stromschalter. Einschalten. Und der Ballerina zurücktreten. Gut, Mäuschen, du musst hier nämlich mal aufpassen und gucken, dass hier Graben möglich, okay. Schloss knacken, Fehlschlag unmöglich. Da ist noch ein Schwein, Clownkanone, Myron steht da drinnen. Da ist doch auch bestimmt was drunter. Wartungskunst.
Okay, steht offen. Als du den Schnee entfernst, wird erklärt, dass eines der Teile herausgefallen war und eine Lücke hinterlassen hat. Mit einem Ersatzteil könnte es so schnell repariert werden. Ballerina reparieren. Ballerina-Kreise. Dauert nur ein paar Sekunden, das viele Teile einzusetzen. Zugangskonsole schließt sich wieder. Ist ausgeschaltet. Befugten Stromschalter. Angebrachten Kreisel entfernen. Einschalten. Okay, von der Ballerina zurücktreten. Ah, jetzt muss ich gucken, dass die alle irgendwie eingeschaltet werden, ne? Schläge. Unten stehen mir gerade gekritzelt. Ein Clown ist alleine. Jetzt sehen Clowns lachen. Der Ball rollt. Ein weiterer tritt ein. EMP-Granate. Oh, was ist das? Nitrowerfer. Flammenwerfer. 63 bis 53. Und wieder ein verbranntes Buch. Nitrowerfer. 5 schwere Waffen, 6 schwere Waffen. Wie viel hat er denn? Schwere Waffen. Oh, 3 hat er nur. Wieso hat er nur 3? Ballerina Kreise, ja, cool. Ja, Luftform, Herstellungsgrad 12. Verblüffe und nerv jeden in deiner Nähe mit diesem lustigen Spielzeug. Verfügung des Geistes, mitreißende paranormale Romanze über eine Frau und ihren ektoplasmatischen Geliebten. Toaster! Noch ein Toaster gefunden. Noch ein Talion-Token, ein Toast. Taschensägewelpe. Sehr cool. Da geht Strom hier rüber, aber was bringt das? Irgendwie nix. Gut, dann bringen wir sie mal alle irgendwie zum Tanzen. Ist deaktiviert. Wartungskonsole steht offen. Reparieren. Schließt sich wieder. Okay. Einschalten. Stromschalter. Zurücktreten. Einschalten. Die Ballerina zurücktreten. Gut. Mal irgendwie ein bisschen in Position bringen. Nur für den Fall, dass. Doch, ich soll ihr beiden tauschen mal. Ballerina reparieren. Es dauert nur ein paar Sekunden. Ballerina Kreise. Ausgeschaltet. Einschalten. So, alle drehen sich. Jetzt ist auch das hier an. Ballerinas, Rollator, Museum, Galerie. Ich kann mir fast denken, dass es da irgendwie nochmal unterirdisch reingeht. Gut, noch ein bisschen Schrott gefunden. Attribute, Achtsamkeit. Ballerina-Kreissäge. War möglich. Schlösser knacken 8. Ah, dazu muss ich hier mal durch. Gegensprechanlage. Was wollt ihr? Mach auf, wir wollen uns das Museum ansehen. Wir haben uns ja, du meinst von dem Kartenverkäufer. Clown vorne, der ist tot. Eintrittskarte, wir brauchen keine. Ja, der ist tot.
Kommt so etwas entgegen? Können wir uns nicht irgendwie einigen? Well, there's the ballerinas. They've been broke for a while now and nobody knows how to fix them. If you got them going again, I guess I could let you in. Wir haben sie repariert. Willst du jetzt die Tür öffnen? Okay, verteilt euch ein bisschen. Okay, das war's. Schade. Ich dachte, da gibt's vielleicht noch Kampf oder so. Clownkanone. Auf einer Plakette steht im Gedenken an Chanclita, der ersten Payaso-Kanonenkugel. Möge sie in Stücken ruhen. Clownhaare. Beim Aufkleben der Brücke steht, diese Farben gehen nicht, Payodon. Auf jedem Stift stehen die Worte, dein Gesicht hier. Benötigt Elektrizität. Okay, Schlösser knacken. 8. Ups. Game saved. Payaso Clown Auto. Weg, 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 weg. Und das ist auch ein Clown. Das Ding hat eine Minigun da oben drin. Big Top. Und da geht's dann. Ach nee, von da kam ich. Versuchen wir das hier mit dem Clown-Auto. Schwerer Maschinenturm, schwerer Maschinenturm. Da hinten ist ein Generator. Mechanik 5. Da ist einer. Mechanik 5, Mechanik 5. Aber kriege ich mich nicht durchgeschlichen, glaube ich. Gehen wir erstmal wieder. Reisen. Der Bizarre. Oh, hier, schon wieder ein Händler. Monsterfrau. Hey, it's my favorite lambs. Welcome back, Rangers. Ready to do some trading? Let me open up the store. Meh. So, wir probieren es noch mal bei dem Flüchtlingslager. Barons East, Barons West, Bizarre, Außenbereich. War das? So, hier kommt man irgendwie nicht rein, ne? So, und hier habe ich schon mal verkackt. Da hatte ich allerdings auch etwas schlechtere Ausrüstung.
Deaktivieren. Mechanik 7. Uff. Okay, volles mit rein und einfach versuchen. Ich denke ja. Gotta hand it to you. Takes a lot of gumption or a hell of a lot of stupidity to ignore my warnings and stroll into my camp. Unfortunately for you, I got the numbers advantage and the high ground. It's all over for you. Boys, you know what to do. Become fighter. Ich krieg die tatsächlich schon abgeschaltet. Haben wir schon mal zwei Türme weniger. Sehr geil. Beide aus. So. Buch da. Deckung. Bei AP nach vorn. Deckung. 73, 95%. 70%, 95%. Der hat eine Bazooka da oben, die Sau. Ziel markieren. Beursacht. Reduziert die Ausweichrate von Gegner 15. Markierte Ziele erhalten 50% Schaden durch Präzisionsschläge. Mit Scheinwerfer noch dran. Sehr geil. Und weg. Nein, nicht getroffen. Ich glaub's nicht. Sie hat nicht getroffen. Okay, die Leute kommen runtergelaufen, soweit ich das noch weiß. Und AP. Randa. Nimm die Punkte mit. Doc. Wenn man losieren kann, bis da, ne? Ja, sehr schön. Rüber. Beobachten. Doc, gute Rüstung. Hier hinter. Okay, Enemies turn. I see him. Was war das? Der ist down. Zug der Verbündeten. Sehr gut. Sehr gut. Verängstigt alle. Oh, sehr geil. Okay, Mäuschen, der hat AP runter, ne? Gewagter Schuss. Alles auf eine Karte. Ein unverlässlicher Angriff, der über eine plus 70%, aber weniger Trefferchance. Ja, triff einfach. Sehr gut. Nimm die Punkte mit. Sehr geil. Beim ersten Versuch lief das hier nicht so gut. 83%. Aber wenn die darauf schießen, habe ich ja ein Problem. Prozent, 2 AP, hier rüberlaufen. Ja, mach dich mal ein bisschen weg vom Öltank. Auch down. Okay, hier ist eine leichte Deckung, ne? Deckung. Eingefroren. Tot, 2 Schuss. Was ist denn hier los auf einmal? Als er das erste Mal hier war, wie gesagt, richtig Probleme gehabt. Lauf nach vorne, Mäuschen. Ist
Gotchmo. Volle Deckung hier auf der Seite. Dann gehen wir erstmal dahin. Auch 4 Schuss, ne? 2 HP. Nimm die mit. Vorbereiten. Okay. Aus der Reichweite, 79%. Ja, versuche es. Yes! Auch down. Weitere Punkte mitnehmen. Ich habe gerade auf meinen Hund geschossen, ihr Schweine. Massenmörder. Da müsste ich hier mal ganz hinten rumlaufen, ne? So, wie sieht's bei dir aus? 78%, 78%. Ziel markieren geht noch nicht wieder. Gewagter Schuss. 38, 38. Außer Sicht? Nee. Forget it. 78, 78. Sehr geiler Treffer. Doc. Nein. Erst Scotchmo. 95%. Ja, eine schöne Flinte, ne? So, 2 rüber. So, Mäuschen, du musst jetzt auch noch um. 5 AP und dann hast du noch 5, ne? Was ist das? Präzisionsschlag. 75 bis 71, 18 bis 89. Auch ausweichen. Außer Reichweite, außer Reichweite. Körper reicht. Mist, der lebt noch. Okay. So, ihr beiden lauft einfach mal hinten rum. Milchspritze, okay. Gotchmo, wieder 2-mal Flinte, bitte. Neun, ein Punkt nach hinten. Na gucken, vielleicht treffe ich dann sogar alle 3. Tatsache. Prozent. Ziel markieren. I see an opening. Sehr gut.
Sehr gut. Prozent. 1, 2. Das Schmugglerlager durchsuchen. Ja, geil. Nasenring, oh Gott. Titanpanzerung, Herstellungskomponente, Kühlkörper. Eine Eisaxt. Benötigt 2 Nahkampf. Noch eine Eisaxt. Kampfgewehr. Noch eins. 762er Munition. Radek-Panzerung und irgendein Schlüssel war da auch gerade bei. Alkoholkiste. Hey, Schlösser knacken 7. Taktischer Helm, Panzerung plus 4 und noch so eine komische Rüstung. Benötigt 7 Schlösser knacken. Wie viel ist denn dann jetzt der Schlüssel gewesen? Missionslog. Unerwünschte Gäste. Schmuggler zur Rede stellen. Die Schmuggler haben uns nichts über ihre Operationen oder mögliche Komplizen verraten. Wir sollten im Lager durchsuchen, um zu sehen, ob wir noch irgendetwas entdecken können. Ich würde sagen, wir haben alles entdeckt. Bis auf den Tresor, den ich jetzt aber noch nicht aufbekomme. Das ist irgendwie ein Holzverschlacht, ne? So, mal alle weg da. Ups. Einzelschuss. Warum sage ich eigentlich Einzelschuss? Ne, da war nix leider aufgegangen. Ach, guck mal, hier geht's rein. Schlüssel zum Schmugglerversteck. Habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Did Mama Carter send you? Mama Carter sehen, wir sind Ranger Bernier geschickt, um mit den Schleusern zu wandeln, aber sie haben uns angegriffen. Ihr zuerst, wer seid ihr, was macht ihr hier? We're not smugglers, we're their cargo. Those bastards promised they'd get us to Colorado Springs, but they took everything we had as payment. Mama Carter set everything up. She arranged for the smugglers to pick us up here and sneak us into the city. She was going to meet us at the gate and ach, Mama Carter. We're refugees, every one of us, driven off our land by the Plains gangs. Now we're stuck here with no food, but we'll probably freeze before we starve. We need transport to Colorado Springs or we're dead. Durch den Strom aufzuhalten, könnte man anders hingehen. Nicht unser Problem. Tschüss. Wie können wir helfen? We need to find someone who can carry all of us to the city, and soon. We're not going to last out here. I've heard that merchant caravans stop at the bazaar. Maybe one of them could help us. But the monster army won't let us into the bazaar, and we don't have any money to pay for transport. Nun, wir sehen, ob jemand Bizarre finden, der euch helfen kann. You're the only hope we have. If we're stuck here much longer, I doubt we'll survive. We'll wait here and try to keep warm. Ja, klasse. Schauen wir doch mal. Missionslog. Nee, da war es nicht. Wo waren das jetzt? Volle Hütte. Nee, da war es auch nicht. Unerwünschte Gäste, hier war das. Die Schmuggler haben uns nichts über die Operation und mögliche Komplizen verraten. Wir sollten im Lager durchsuchen, um zu sehen, ob wir irgendwas entdecken können. Gucken, vielleicht ist jetzt auch hier oben aufgegangen. Natürlich nicht.
Typen. Ach stimmt, hier war ja noch was mit dem Karawanen-Heini und so weiter. Hier wäre ja schon Level 7 war das, glaube ich. Tierflüsterer 7. Ja, geil. Guck mal. Gehen wir gleich mal gucken. Harry's Handler. Hi. Hey there. Hi. Yeah. I'm Paris. Heard you already got into the bazaar. That's great. I'm trying to get in myself to sell my dyes. Ja, was machen die Leute, die da vom Bazaar rum? Was machst du hier? I'm trying to become a licensed merchant in the bazaar. The Monster Army says I gotta make a dye the exact color of blood, which is hard, because everyone's got an opinion, but no one can agree on the hue. Hey, you wouldn't happen to know anything about dyes, huh? It'd be just peaches if you could help. I could even pay you, or even help you get into the bazaar if you need it. My dye table is right over there. Was will die Monster mit dem blutroten Farbstoff? Decoration, I suppose. Or, I don't know, really. I didn't think to ask, to be honest. Them? They're hoping someone would sell them an entrance pass, or help them get inside. The bazaar's got this code, you see? Unless you're a big shot, Flab can't do without, you're not allowed to come in. Anyhow. Okay, auf Wiedersehen. Geh da nochmal ran. Chemikalien. Der Tisch für euch wurde sorgfältig von Paris für das Mischen von Chemikalien vorbereitet. Jeder will es mit daran enthaltenen Chemikalien kennzeichnen. Es gibt verschiedene Hilfsmittel zum Umfüllen und Mischen. Folgt der Wissenschaft 6, ihr benutzt euer chemisches Fachwissen, um den blutroten Farbstoff herzustellen, den Paris gesucht hat. Ihr mischt die richtigen Chemikalien geschickt, um einen wunderschönen purpurroten Farbstoff zu erzeugen. Dieser scheint genau der zu sein, nach dem Paris gesucht hat. Der Tisch für euch wurde sorgfältig. Okay. Tisch zurücktreten. Hey, it's you again. Wir haben etwas mit eurem Farbstoff angestellt. What did you do? Oh, days. This is perfect. Thank you, thank you. That means I get to be a bona fide bazaar merchant now. Right, Mr. Masher? Yeah, that dye looks great. Welcome to the bazaar, Paris. I'll let the doorman know you're clear, and he'll give you a pass. Wow, this is so great. Thanks so much for your help. I know it's not much, but here's a little something. See you inside, I hope. Cool. So long. So, und hier wollten wir mit Larry auch nochmal quatschen. Larry, Finger Larry. Hey there. I hear you fine folks made short work of some crazy clowns down in the Warrens. Rangers, was it? Yeah, mighty fine job. Wir sind jetzt bereit, Polly zu kaufen. I'm happy to hear it. What do you say, Polly? Back for more, you dickheads? You ready to pay up yet? Tauschhandel 5. Lässt ihn wirklich so viel Geld mit dir verdienen, Polly? Wie soll man einen Preis für einen so schönen Papagei finden? Fluttering me up like a Thanksgiving turkey won't work, Rangers! Won't work! Won't work! Oh, fuck me with a turkey baster! It is working! Hey, shithead Larry, you charge my new friends. I leave another shit supreme surprise in your breakfast. You got it, asshole? Holy shit, Polly. Calm down. All right. Ooh. You know what? Since you seem to be getting along so well, you can have them. It's your funeral. Yes, finally free at last. Larry, you shit flake! At last I can tell you with complete sincerity! Fuck you! Okay, Polly. Was zum Teufel wollt ihr Fleisch hüten? Tja, wie heißt du? Wie bist du an sechs Finger Larry geraten? You tell Polly something first. How did you get so butt ugly that a blind two-legged flea-ridden camel won't even fuck you? Oh god! Oh yeah! Oh yeah! According to your mom. Warum so aufgebracht? You try being surrounded by rotting jizz stains 24/7. Watch them try to fuck themselves on their own toenails on a daily basis.
get my temper now, shit nugget? Auf Wiedersehen. Polly, ausweichen 5%. Lässt sie nicht die Federn zu Hause. Hey, cool. Polly, how you been? A lot better for being free from your stink, you shit-stained comrade! That's the Polly I know. And don't miss. What can I do for you? Okay, auf Wiedersehen. Ja, cool. Oh, oh, stopp. STLG ist das? Okay, da habe ich vom... Mit Shift macht man dieses Highlighten und mit STLG zieht man die Waffe. Okay, cool. Dann würde ich sagen, mal hier nochmal eine kleine Pause und dann schauen wir nochmal ins Bizarre. Viel Spaß weiterhin. Bis bald und ciao.